Kapitel 12. Ein wahrer Freund. Diese Nacht verlief anders als die letzte, jedoch nicht besser. Ich schaffte es relativ schnell einzuschlafen, jedoch träumte ich dieses Mal. Oder jemand sprach im Traum zu mir, so wie Günther zu Beginn dieses Abenteuers. Es war wieder die Stimme, die ich bereits auf der Reise zwischen den Welten gehört hatte. Ich selber befand mich wieder in dem Tunnel und stürzte. Die Zeichnungen waren dieses Mal ein klein wenig deutlicher als letztes Mal. Zudem waren es eindeutig andere. Sie schienen seltsame Wesen zu zeigen, die sich vor etwas verbeugten. Beendet eure Reise! Haltet ein oder trefft den Zwiegespaltenen, den König der Schatten! Messt euch nicht mit seiner Macht oder sie wird euer Ende sein! Kehrt um, solange ihr noch könnt! Die Stunde ist nah! Ich wachte sofort auf, als die Stimme ausgesprochen hatte. Wieder schweißgebadet. Die Nacht schien gerade erst begonnen zu haben, also hatte ich noch genug Zeit, um wieder schlafen zu gehen. Aber ich wollte nicht wieder einschlafen und damit riskieren, wieder die Stimme zu hören. Nicht nur war das, was sie mir sagte, schlimm genug, auch die Stimme selber hatte etwas Abschreckendes an sich. Man konnte die Schatten geradezu aus ihr heraushören. Und was ich noch viel schlimmer fand, die Freude. Die Freude über die Rückkehr der dunklen Macht. Diese Stimme war ein Anhänger, ein Teil ihres Volkes. Ich entschied mich, etwas spazieren zu gehen, um mich abzuregen und später vielleicht noch einmal versuchen können zu schlafen. Kaum war ich aufgestanden, bemerkte ich jedoch jemanden auf einem kleinen Hügel neben unserem Lager. Er sah den rotglühenden Mond an. Es war Scheinux. Alle anderen aus unserem Team schliefen. Und Günther nahm sich immer noch seine Pause von unserer unerträglichen Unfähigkeit. Ich entschied mich, zu ihm zu gehen. Guten Abend, Scheinux. Darf ich mich dazusetzen? Er schien mich vorher noch nicht bemerkt zu haben und zögerte einen Moment, als ich fragte. Die Antwort kam sehr zurückhaltend. Natürlich. Kaum hatte ich mich gesetzt, begann er wieder den Mond anzusehen. Mir fiel wieder ein, wie er sich in die letzte Zeit, seit er von seiner Vergangenheit erfahren hatte, mir gegenüber verhalten hatte. Ich brauchte einen Moment, bis ich es über mich brachte, ihn zu fragen. Was denn los, Scheinux? Du hältst so viel Abstand von mir wie noch nie. Habe ich irgendwas getan? Scheinux sah traurig auf den Boden. Du musst nicht so tun, als würdest du dir Sorgen um mich machen. Ich weiß schon Bescheid. Wie du weißt Bescheid? Was meinst du? Du brauchst nicht so zu tun. In der Nacht, nachdem ich von meinem letzten Leben erfahren habe, ist Günther zu mir gekommen. Ob du es glaubst oder nicht, er hat mir geholfen. Er hat versucht, mich zu trösten. Er hat mir aber auch erzählt, was ihr besprochen habt, als ich weg war. Ich schwöre dir, ich tue nicht so, als ob ich nicht wüsste, was du meinst. Ich habe ehrlich keine Ahnung. Günther hat mir doch alles erzählt. Ich weiß, wie wütend du warst, als du gehört hast, wer ich eigentlich bin. Und ich verstehe dich natürlich auch. Und ich verstehe es, wenn du nichts mit mir zu tun haben willst. Ich habe so viel Abstand für den Horn dir gehalten wie möglich, weil ich weiß, dass es dir lieber ist. Ich brauchte einen Moment, bis ich verstand, was er meinte. Oh, Günther, dieser verdammte... Hör mir zu, Scheinux. Günther hat dich angelogen. Er sah mich verwirrt an. Warum sollte er denn? Merkst du nicht selber, dass er die ganze Zeit nur versucht, uns auseinanderzutreiben? Ich glaube, er ist immer noch sauer wegen Nick Crossma. Er will vermutlich erreichen, dass du am Ende der Reise wieder vollkommen alleine dastehst. Ich war nie wütend wegen deiner Vergangenheit. Im Gegenteil. Du bist für mich ein unersetzlicher Freund. Ich will dir helfen, so gut ich kann. Er sah kurz nachdenklich auf den Boden. Also wenn das wirklich wahr ist. Er sah mich glücklich an. Danke, dass du mich nicht aufgibst. Ich habe mich ja nicht einmal selber verziehen, aber... Dank Günthers Hilfe kann ich zumindest irgendwie mit dem Gedanken leben. Er hat mich, was dich angeht, angelogen, aber in einer anderen Form hatte er recht. Dass ich jetzt hier sitzen kann, bedeutet wohl, dass ich meine zweite Chance gut genutzt habe. Auch wenn es ein schreckliches Gefühl ist zu wissen, dass ich eigentlich schuld daran bin, dass dieses Abenteuer überhaupt begonnen hat. Das stimmt doch gar nicht. Warum? Sei ehrlich, Bulbi. Wir beide wissen, dass es wahr ist. Ich meine, wenn ich in meinem letzten Leben Bisasam am Leben gelassen hätte, wäre die Determination dann jemals erschaffen worden? Nein. Ich wollte erneut widersprechen, aber mir wurde klar, dass er nun mal recht hatte. Ohne Bisasams Tod wäre die Determination nie entstanden.
und wir wären jetzt auch nicht auf dieser Reise. Und er selber wäre nie hier erschienen. Aber sieh es einmal anders. Wäre all das nie passiert, dann hätte Nick Crossman nie gegen Floyd gekämpft. Und er hätte nie verloren. Und deswegen wäre ich dir nie begegnet. Was will ich dann heute machen? Und ich hätte mich nie getraut, der Gilde beizutreten. Ich wäre wahrscheinlich einfach nur irgendein Pokémon ohne wahren Existenzzweck, das irgendwo irgendetwas macht. Und was mit all den anderen? Sie waren glücklich, endlich ihrem Alltag entkommen zu können. Sie waren vorher unglücklich, vor allem Evie. Ohne dass all dies passiert wäre, hätte sie wohl den Rest ihres Lebens einsam auf der Insel verbracht. Ohne diese Tat damals. Es hat uns allen ein besseres Leben gegeben. Auch wenn es für die andere Welt schlecht war, hast du in unserer Welt nur Gutes bewirkt. Und jetzt kannst du wieder gut machen, was du damals falsch gemacht hattest. Sobald das geschafft ist, bist du ein wahrer Held. Das stimmt wohl auch irgendwie. Nur manche Sachen, die ich getan habe, werde ich auch nicht mehr gut machen können. Auch wenn wir gewinnen, das wird dieser Sam auch nicht zurückholen. Aber was genau geschehen ist, werden wir sehen, sobald dieses Abenteuer zu Ende ist. Wir saßen beide einen Moment ruhig da und sahen den Mond an. So wie in der ersten Nacht auf unserem Schiff. Auf einmal veränderte sich Shinooks Gesichtsausdruck wieder. Er verwandelte sich von einem Lächeln in einen bedrückten Ausdruck. Bulby, es tut mir leid. Warum denn? Es muss dir nichts leid tun. Doch, du hörst dir meine Sorgen an und hilfst mir, die ganze Zeit. Ich hab mich nie wirklich dafür bedankt. Und vor allem jetzt in dieser schweren Zeit. Du hast selber genug eigene Sorgen und kümmerst dich trotzdem zuerst um meine. Ich sah ihn fragend an. Er atmete tief durch. In der Nacht, als wir in den Sturm geraten sind. Ich hatte den ganzen Tag über das nachgedacht, was Chelast mir erzählt hatte. Ich wollte nicht mit diesem Gedanken leben. Selbst am späten Abend, eigentlich schon in der Nacht, konnte ich an nichts anderes denken. Auch als ich versuchte zu schlafen. Deswegen entschied ich mich, noch einmal aufs Oberdeck zu gehen. Dort konnte ich mich immer gut entspannen. Aber als ich auf dem Weg dorthin war, ich hab Stimmen aus dem Raum gehört, in dem meine Maschine stand. Aus reiner Neugier habe ich einen Moment zugehört. Du hast gerade mit Abra über Groudon geredet. Ich wollte gerade gehen, als du das Thema auf einmal völlig gewechselt hast. Ich wollte eigentlich nicht mehr zuhören, aber als du sagtest, dass Abra es unter keinen Umständen jemand sagen dürfte, war meine Neugier einfach zu groß. Ich habe alles gehört, was du mit ihm besprochen hast. Ich wusste nicht genau weshalb, aber ich war kein bisschen wütend oder überrascht. Als wir mit Evie auf dem Weg zum Strand waren, hast du versucht, mich dazu zu bringen, offen darüber zu reden, nicht? Als Antwort nickte er kurz. Wieder wurden wir einen Moment still. Und, hältst du mich jetzt für naiv? Ich reagiere wahrscheinlich viel zu extrem für so einen zufälligen Gedanken. Nein, das ist nicht mein Problem an der Sache. Ich glaube, dass es durchaus sein könnte. Und genau das macht mir Angst. Ich glaubte, eine Träne in seinem Augenwinkel zu erkennen. Ich will dich nicht verlieren. Ich weiß nicht, was ich machen würde. Du bist meine beste Freundin. Du bist die Einzige, mit der ich offen reden kann. Und das Schicksal wirklich will, dass du verschwindest. Er sah mich wieder selbstbewusst an. Dann werde ich im Notfall eben das Schicksal verändern. Es kann nicht sein, dass alles im Leben von vornherein bestimmt ist. Wozu würde man sich dann noch Mühe machen? Man kann das Schicksal beeinflussen, da bin ich mir sicher. Und wenn es sein muss, dann werden wir das eben. Ich sah ihn einen Moment einfach nur stumm an. Ich merkte, wie mir auch die Tränen kamen. Danke, du bist wirklich ein wahrer Freund, Shinox. Ist egal, was die anderen sagen. Ich will ja auch nicht gehen. Ich will bei euch allen bleiben. Bei dir. Wo du gerade die anderen erwähnt hast. Wirst du es ihnen auch erzählen? Nachdem ich mit Abra gesprochen hatte, war ich unsicher gewesen und hatte mich am Ende dagegen entschieden. Diesmal jedoch war ich mir sicher. Shinox hatte mir den Mut gegeben, den ich brauchte. Ja, das werde ich. Aber nicht, wenn Günther dabei ist. Ihm vertraue ich sowas nicht an. Wir saßen noch eine Weile zu zweit oben auf dem Hügel, bis ich irgendwann eingeschlafen sein muss. Aufwachen, ihr faulen Säcke! Wir müssen weiter! Günther hatte sich wieder dazu entschieden, uns auf die sympathischste Weise zu wecken, die ihm gerade einfiel. Die anderen brauchten eine Weile, um wirklich wach zu werden. Ich war ziemlich munter im Vergleich zu den vorigen Tagen, da ich den Rest der letzten Nacht tatsächlich gut schlafen konnte.
ohne jegliche Albträume oder Stimmen. Shanux, der neben mir auf dem Hügel lag, hatte offensichtlich ebenfalls größere Probleme mit dem Aufstehen. Es ist doch noch viel zu früh, noch 5 Minuten. Ehe ich mich versah, stand Günther direkt vor uns. 5 Minuten sind rum, jedenfalls nach meiner Uhr. Beweg dich! Die Reise verlief ähnlich wie die am Vortag. Jedoch lief ich dieses Mal nicht alleine hinten dran, sondern Shanux begleitete mich. Die anderen aus unserem Team schienen auch bemerkt zu haben, dass etwas geschehen war, und sie alle schienen sich zu freuen. Günther hingegen warf uns nur hin und wieder verächtliche Blicke zu. Shanux hatte sich bereits vorgenommen, noch einmal mit ihm zu reden, weil er ihn offensichtlich angelogen hatte. Was mich positiv überraschte, war, dass Günther tatsächlich zumindest etwas besser drauf war als noch am Vortag. Er brüllte uns nicht sofort jedes Mal an, wenn wir begannen zu reden, und erzwang nicht ein ganz so schnelles Tempo. Er war tatsächlich etwas freundlicher. Am Abend, als wir wieder Rast machten, dieses Mal nicht ganz so spät wohlgemerkt, blieb er ebenfalls in unserer Runde und verschwand nicht wieder. Einerseits war es ganz gut zu sehen, dass er uns gegenüber offensichtlich positiver gestimmt war als zuvor. Andererseits konnte ich nicht wie geplant mit den anderen reden. Ich wusste nicht wirklich, wie ich es am besten handhaben sollte. Als ich Shanux heimlich danach fragte, wusste er auch nicht viel weiter. Doch ich wusste durch mein Gespräch am Vortag, ich müsste mit ihnen allen reden, bevor es vielleicht zu spät war. Und mir war bewusst, dass wir am nächsten Tag in die zerstörte Welt reisen würden. Der Berg der Wahrheit war bereits in Sicht. Somit traf ich meine Entscheidung. Auch wenn Günther sich sowieso über mich lustig machen würde, beschloss ich, ihn einfach zu ignorieren und mit denen zu reden, denen es wichtig war, es zu erfahren. Also, Leute, ich wollte euch noch etwas erzählen. Ich hab's schon seit dem Anfang der Reise für mich behalten und nur Abra und Shanux wissen es bereits, aber ich denke, ich sollte euch auch einweihen. Sofort hatte ich die Aufmerksamkeit von allen. Oder vielleicht von allen außer Günther. Der starrte immer noch ins Lagerfeuer, was aber nicht heißen musste, dass er nicht zuhörte. Shanux lächelte mir aufmunternd zu. Ihr kennt alle die beiden Legenden, nicht? Günther zeigte nun, dass er zuhörte. Nee, ich kenne die erste garantiert nicht. Was ist denn da passiert? Ich ignorierte ihn aus logischen Gründen und fuhr fort. Am Ende beider Geschichten musste der Protagonist verschwinden. Ich überlege deswegen schon lange Zeit, ob es sein könnte, dass diese Abschiede vom Schicksal vorausbestimmt sind. Und wir stecken hier offensichtlich mitten im dritten Teil dieser Legende. Ich mache mir schon lange Sorgen, dass es dieses Mal genauso ablaufen könnte wie die letzten Male, wenn ihr versteht, was ich euch sagen will. Alle schienen über meine Worte nachzudenken. Womit ich garantiert nicht rechnete, war jedoch, dass Günther derjenige war, der mir zuerst antwortete. Na, wünschen würde ich dir das nicht. Er sah immer noch ins Feuer. Ist echt kacke. Da arbeitet man so lange auf ein Ziel, nur um direkt, nachdem man es erreicht hat, zu verschwinden. Aber ich wüsste auch nicht, warum es irgendjemand nötig haben soll, zu verschwinden. Mein Plan ist narrensicher. Ich habe alle Möglichkeiten bedacht. Und es ist beinahe unmöglich, dass wir die Determination nicht bekämpfen können. Ob wir gewinnen, hängt dann vor allem davon ab, wie stark ihr wirklich seid. Aber wenn ich die richtigen gewählt habe, was ich schon vermute, da ich keine Fehler mache, dann müsste es leicht werden. Ich sah ihn verblüfft an. Was, hast du gedacht, ich mache mich über dich lustig? Ich habe selbst genug Erfahrung mit dem Zeug gemacht. Wird schon werden. Ich war sehr überrascht. Auf seine eigene Art war er tatsächlich sehr freundlich gewesen. Und ein wenig Mut hatte er mir tatsächlich auch gemacht. Also ich finde, Günther hat recht. Verschwinden ist kacke. Für alle Beteiligten. Und ich werde auf jeden Fall tun, was ich kann, damit es keiner muss. Dem Plan schließe ich mich an. Was soll uns schon passieren können, wenn wir zusammenhalten? Ich werde auch nicht zulassen, dass einer meiner neu gefundenen Freunde sofort wieder geht. Ich habe genug vom Einsamsein. Also, wow, ich muss wirklich sagen, ich hatte gehofft, dass sie mich unterstützt. Aber mit so viel Optimismus habe ich nicht gerechnet. Vor allem von dir, Günther. Danke. Bild dir nichts drauf ein. Für morgen habe ich schon ein tolles neues Folterprogramm für euch parat. Ich wusste, dass er nur scherzte, dass er tatsächlich keinen genervten, sondern eher einen scherzhaften Unterton in der Stimme hatte.
Okay, war's das dann für heute? Es wird Zeit, schlafen zu gehen, damit ihr morgen fit seid. Wir werden vermutlich auf die Determination treffen. Ich hielt ihn auf. Warte, eine Sache noch. Ich habe letzte Nacht in meinem Traum wieder diese Stimme gehört und... Also, ihr habt mich gehört. Gute Nacht.